Oh, servus, Gamesnack. Welche deine Bilder, die wo du nicht findest? Da gibt es eine ganz einfache Mittel und Möglichkeit. Da tust du dich da ganz einfach. So. Meldest dich in deinem Uplay-Klienten da an. Dann gehst du oben hier auf das Menü. Einstellungen. Und dann gehst du bei Sonstiges bei. Und siehst du hier unten, wo dein Screenshot-Speicherort ist. So, und jetzt hat kleiner Clou, klickst einfach bloß auf den Button da. So, schon hast du deine Bilder wieder da. Du schaust bloß in dem entsprechenden Ordner nach. Far Cry 5, The Crew 2 oder sonst was, du spielst halt, egal was, du findest sie. Das ist das eine, das ist der eine Weg über den. Das andere wäre ein bisschen umständlicher. Lokaler Datenträger C, Benutzer, dein Name, mit dem du dich irgendwann einmal anmelden tust an deinem Rechner. Vielleicht ein Fantasiename, das kann auch Hammerhead sein oder sonst irgendwie, so wie du dich halt nennst. So, hier drin, da haben wir dann Bilder stehen, wenn du Windows 10 benutzt, bei Windows 7 weiß nicht, müsste genau gleich heißen oder heißen Pictures dann irgendwie so. Bilder. Dort dann Uplay auswählen und wir sind wieder da bei dem gleichen Ordner, so wie ich jetzt eben gerade über Uplay gemacht habe. Genau das gleiche. So. Andere Variante wäre, wenn du jetzt zum Beispiel deinen persönlichen eigenen Ordner auf dem Desktop hast, zum Beispiel wie diesen hier da. Nur steht dann da hier dein Name da, ich weiß nicht, vielleicht Felix Magath steht dann da drunter und der gelbe Ordner hat dann so ein Männle-Symbol drauf. So, wenn das nicht auf deinem Rechner ist, kannst du das ganz einfach beheben. Machst dann Rechtsklick, klickst auf Anpassen und unter Windows 10 musst auf Designs gehen. Die Windows 7 User oder alle weiter drunter unter Windows 10. Die haben hier auf der linken Seite eben Desktop-Symboleinstellungen stehen. Die müssen es anklicken. Ich muss halt dann auf der rechten Seite hier anklicken. So, und da kann man sich das noch einmal zusätzlich heraussuchen, was man denn gerne haben möchte. Meine Benutzerdateien möchte ich auf jeden Fall schon Schnellzugriff haben. Kannst zwar wegmachen, aber nicht benutzen. Ansonsten muss ich mir meiner Zeit zigtausendmal rumklicken. So, also das, was gewünscht ist, bitte anhaken, dann auf Übernehmen und auf OK klicken. So, das wäre dieses. So, mehr gibt es ja schon fast schon gar nicht mehr. Dann gibt es noch die andere Alternative, die wäre mittels Bildbrowser. Habe ich schon hier. Schaut her. Hier bin ich auch wieder. Mein PC. Bilder werden immer angezeigt. Bilder, egal wie viele Ordner ich drin habe. Dort auch wieder Uplay ausgewählt, Far Cry 5 und bin hier dann in dem entsprechenden Ordner. Nicht wundern, hier stehen ein paar mehr, weil ich an verschiedenen Beta-Tests mitgewirkt habe. Deswegen habe ich eben manchmal auch zwei oder drei Ordner. Das sieht man hier bei The Crew 2. Und alles, was man spielt über den Uplay-Klienten und mittels der Taste F12 drückt, wird automatisch für das zugehörige Spiel im zugehörigen Ordner abgelegt. Das kann man immer wieder finden. So, benutzt einfach mal einen vernünftigen Bildbrowser. Weiß nicht, was ihr benutzt. Ich benutze halt diesen hier da. Der ist schlank, schnell, klein, schlank, schnell, kostet nichts. Oh, Fast Zone Image View. Für alle Systeme ist der zu haben. So, das war das hier. Oh, was noch? Noch ganz kurz nochmal. Mir ist zu Ohren gekommen oder habe schon öfters gelesen, dass man hier die Screenshot-Schnelltaste nicht ändern kann. Doch, das geht sehr wohl. Hier markierst du einfach den Krempel. Nehmen wir mal an, ich will jetzt die linke String-Taste und auf meinem Dummpad die Zifferntaste neu.
drücke die String-Taste plus die neuen Taste. So, dann steht es so drin und müsste so funktionieren. Will ich das nicht mehr mal den gleichen Schrott rückgängig und drücke wieder F12, so wie es ursprünglich war, musste bloß aufpassen, weil während des Spiels oder im Spiel sind hier manche Tasten extra noch einmal belegt. Da muss man genauer hinschauen, welche Tasten man da benutzen möchte. Oder andere Programme benutzen eine bestimmte Tastenkombination oder eine bestimmte Taste. Nicht, dass die sich dann auf einmal plötzlicherweise öffnen, die Programme. Okay, das wäre es hier. Dann wäre das nämlich auch eine gegessene Geschichte, wie man hier diese Screenshot-Schnelltaste abändern kann, könnte. Ja, muss ich, wie schon gesagt, muss das mal testen. Aber für dich, GameSnack, wie schon gesagt, ich habe jetzt drei Wege gezeigt, wie geht. Die einfachste Möglichkeit ist hier, wenn du keine Internetverbindung hast, weil ich weiß, dass manchmal Internet spinnt, eben noch einmal lokaler Datenträger C, Benutzer, dein Benutzername, Bilder, .uplay und eben entsprechender Ordner. So, ich hoffe, ich habe da helfen können, einstweilen. Ja. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen, schneidigen Montagnachmittag und ziemlich verregneten. Alles klar, ne? Also dann, habe die Ehre. Servus.